Dennis, Sie sind die große Hoffnung des Deutschen Skiverbandes im Langlauf, das wissen Sie, ne? Ja, ich meine, die Hoffnung, die Träger sind da schon ein bisschen verteilt. Sie sind ja eine schlagkräftige Truppe, gerade bei den Mädels. Und wir versuchen da schon unser Bestes, haben einen neuen Trainer dieses Jahr. Und ja, das gibt uns die Hoffnung und ich hoffe, die Hoffnung können wir auch weitergeben. Wir sind ja unter uns. Wie läuft es denn mit dem neuen Trainer? Ja, also sehr gut. Also bis jetzt ist wirklich alles problemfrei und auch krankheitsfrei verlaufen und gibt uns echt richtig viel neuen Input. So an Sachen oder wir stellen an Schrauben, wo wir sonst die letzten Jahre noch nicht so dran gestellt haben. Und er hat einfach eine andere Sichtweise, ein anderes Trainingssystem und das motiviert auf jeden Fall und ist immer ein neuer Reiz. Und das gab es so alles im Sommer an neuen Sachen? Radlager, Gletscher, ist klar, das ist das Normale. Gab es irgendwie ganz verrückte Dinge, die man noch nie gemacht hat? Also mit Radfahren hat man es dies ja nicht so. Die Norweger sind ja nicht so die prädestinierten Radfahrer, aber sonst ja vom Lehrgangsorten war es eigentlich ähnlich wie sonst auch. Nur die Fokussierung auf lange Ausdauereinheiten oder mal eine Woche lang richtig schnell jeden Tag wirklich Laktatwerte um die Ohren geflogen. Ja, das war schon ein bisschen intensiver dieses Jahr und wirklich fokussierter vom Zeitraum her. Klingt so, als hätten Sie ein richtig gutes Gefühl für den Saisonstart. Nee, also bis jetzt, also ich denke, alle machen eigentlich einen guten Eindruck. Aber jetzt, wir waren jetzt auf dem Gletscher in Ramsau und konnten da nochmal richtig gut trainieren. Und ja, jetzt müssen wir halt einfach sehen, dass wir die letzten zwei Wochen vor dem ersten Wettkampf noch einen lockeren Schritt kriegen, Selbstvertrauen nochmal ordentlich tanken und dass wir dann einen guten Start finden. Ich habe mir sagen lassen, wer gut bei der Tour de Ski ist, der darf nach Übersee, nach Kanada. Haben Sie auch schon von gehört? Ja, also das ist natürlich unser großes Ziel dieses Jahr. Ist natürlich schon ein Erlebnis wieder in Kanada. Da haben wir auch unseren ersten Podestplatz ja gemacht, der Hanna und ich. Und da hat man gute Erinnerungen noch von früher. Und ja, es ist einfach ein Riesenziel, dass wir da halt den Sprung schaffen. Ist natürlich finanziell nicht ohne, darüber zu gehen. Aber das ist unser großer Traum, da auch als Mannschaft zusammen darüber zu fliegen. Und ja, da hoffen wir, dass wir das gleich uns sichern können, die erste Weltcup-Phase. Also ich hätte da ja immer Angst, weil da soll es ja so unglaublich viele Bären geben und man muss sich ein Glöckchen ans Knie binden, damit man nicht gefressen wird. Aber ich denke mal, Sie und auch die Hanna sind im Sprint einfach zu schnell, da kommt kein Bär nach. Das hoffen wir auch mal. Vor der Geschichte gibt es natürlich noch eine andere Geschichte. Die Vismann Tour de Ski feiert 10-jähriges Jubiläum. Auch da gibt es ein paar Sprints, was Ihnen ja besonders liegt, aber sind auch deine Strecken natürlich gut. Ist das auch so eine Sache, wo man sagt, ja, da will ich mich natürlich zeigen. Es ist vor allen Dingen auch noch eben so schön um die Jahreswende, wo viele Leute gucken zu Hause. Also das ist auch das Highlight in diesem Jahr rein sportlich gesehen. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja auch letztes Jahr bin ich ja nochmal durchgelaufen und habe da auch nochmal ja, mir Selbstvertrauen geholt, dass ich das auch durchhalten kann. Muss natürlich schon krankheitsfrei auch durchkommen. Da muss man schon von Tag zu Tag leben bei der Tour. Aber so im Ganzen ist es schon für mich ein großer Ansporn. Meine Eltern wollen vielleicht dieses Jahr auch mal mitfahren und dann sind die auch mit an der Strecke dabei. Und ja, da gibt man natürlich schon sein Bestes. Und ja, das ist schon unser kleines Highlight dieses Jahr, die Tour de Ski. Last but not least, es gibt keine Weltmeisterschaft in diesem Jahr für die Langläuferinnen und Langläufer. Ist das eigentlich auch mal ein schönes Gefühl oder sagen Sie, nee, also so auf so einen Höhepunkt zuzuarbeiten, das hat auch immer irgendwie einen speziellen Reiz? Ja, also bei uns ist irgendwie so, mich stört das jetzt gar nicht, dass keine WM ist dieses Jahr. Man hat halt irgendwie dann doch wieder andere Ziele auch, weil so Gesamtweltcup und wie gesagt Tour de Ski, Kanada, das sind irgendwie doch so viele Highlights, die dann doch sind. Wenn jetzt noch eine WM zusätzlich wäre, das wäre dann schon ja, fast ein bisschen viel. Es sind eh so viele Wettkämpfe und Weltcups. Und ja, wenn man dann einmal angefangen hat im Winter, dann geht es eh durch und dann merkt man gar nicht, dass keine WM war. Zum Abschied habe ich noch was ganz Böses. Buchstabieren Sie doch bitte mal Pyeongchang. P-Y-E-O-N-G. Und Chang, alles klar. Vielen Dank, wunderbar. Wer jetzt gelacht hat, nachmachen.